Hi Leute, willkommen bei Teasy. Schubert. Wir kommen heute zu einer FBB um den guten Pelle Pelé und wir haben uns dazu einen jungen Mann eingeladen, ein sehr hübscher Mann. Er heißt Gamer Brother Sinski, Kakowski, Sauski, Snowski. Der am Anfang Probleme hatte in der WL, deswegen haben wir gedacht, komm, Pelé, Sauski, das passt. Mein Name ist Snowski, ich bin 24 Jahre alt, bin mit 19 Sven die Weekend League gestartet und mein Penis ist länger als ein iPhone 13 Pro Max. Das Max lacht mal weg, aber der Rest passt. Ja gut, Freunde, ne? Wir haben Pelé mitgebracht, Broski spielt 4-3-3 die zweite, wir 4-2-4. Was wollen wir für Pelé sehen? Wie viele Däumchen nach oben? 9999. Aber kein eine mehr, ne? Könnt natürlich auch Broski auschecken, da kam auch eine Folge aus. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Und schreibt gern bitte euren Lieblingsspielern FIFA 23 in die Kommentare. Ich würde sagen, Broski, wir halten zuerst rein, du stellst rein. Kabel ist ein bisschen knapp, aber so geht's. Ich glaube, ich bin auch drüber gerollt. Dann, zum Glück haben wir 48 kurz. Meter langes Ladekabel. Kabel dran. Ah ja, schöne Spieler habe ich hier. Ich starte mal mit dem linken Flügel. Ja. Und da gehe ich mit einer Player of the Month Karte. Und zwar den guten alten Marcus Rashford. Rashford! Und rechts gehe ich mit Hero Joe Cole. Oh. Joe Cole. Oh. Alright, wir haben aufgeschrieben Anthony und Richarlison. Gut, darfst du behalten. Geil. Sie gehören dir, mein Sohn. Okay, linker Flügel steht bei uns ein Memphis Depay. Depay. Der ist eigentlich immer scheiße, ich hoffe, heute ist er gut. Depay ist gut, lengthy. Und vorne steht ein Danjuma. Foden Haaland. Ja, sehr gut. Nehmen wir also doch gerne mit. Depay links und Danjuma Sturm. Scheiße, aber auch mal richtig, richtig gearbeitet mit den Secondary Positions. Läuft bei euch. Ja, dann wird mal ein bisschen geschoben, ein bisschen dies, ein bisschen das. Du weißt, wie es ist. Wird auch geschürft. Ein bisschen, ein paar Schürfis. Ja, ich habe hier mal irgendwas aufgeschrieben. Okay. Soll ich reinhalten? Wollt ihr? Halt du rein. Ich fange mit ÖF an, da spielen wir Lionel Messi. Lionel Messi, Ankara! In der Mitte spielen wir Iken Zanetti. Zanetti, ich betone mir ein bisschen nach. Danke. Und links spielen wir, wo ist der gute Mann? Er sieht aus wie Hamed El Loco, Carlos Sola. Carlos Sola! Ihr habt echt Pech gehabt, weil ich wusste gar nicht, was ihr macht. Hab völlig so, dachte mir, Hollande, Frenkie de Jong und Hullet aufgeschrieben. Rechter Flügel, nicht nachgedacht, einfach Messi aufs Board gewichst. Ja, und da perfekt. Spielt ein Bronze-Keeper. Nice! Perfekt! Ich lasse mal drinstehen noch, dass man die Chemie sieht. Ne? Und am Ende stellen wir es dann um. Digga, ist das belastend, Alter, das sag ich schon, wie es ist. Messi, Sola, Zanetti. Ja. Ich fange an mit dem rechten ZM. Und das ist eine neue Karte. Und zwar eine Lotto de Knockout. Lucas Paqueta. Dann gehe ich im linken ZM mit einer meiner Playerpicks, Jamal Musiala. Ich hoffe, ich kann nicht spielen, richtig Bock auf den. Und auf der 6 gehe ich mit Kimmich. Wir haben aufgeschrieben, Fred Zidane Paqueta. Lucas Paqueta. Das tut weh. Bronze-Keeper. Der geht da direkt hin, aber kannst du auch erstmal stehen lassen, ne? Yep. Ich stelle mir dann schon mal einen Bronze-Torwart auf die Reservebank, dass ich Bescheid weiß. Und weiter geht die Reise. Okay, schlimmer. Bist bereit? Yep. Alles klar, dann halten wir zuerst rein, Timo. Ich gehe links mit einer Geringverdienerkarte, muss ich mal ernsthaft hier die Hand heben. Da gehe ich mit, was findet den ab? Na dann, Tschüssikowski. Eigentlich wäre es frech, wenn ihr einen von den beiden habt. Ich gehe links mit Mitchell Bakker von Bayer 04 Leverkusen. Und rechts gehe ich mit so einer Story-Karte hier, Level 15 Season Pass, Niederländer, Gazan Virjo. Du Scheiße, das hat man, wenn man die schreibt. Also wir haben keiner davon, aber... Alles klar. Gut. Okay. Wir haben Dalot und Raum aufgeschrieben. Nice. Richtig und richtig. Halt rein. Alles klar. Wie pervers ist denn dein Casemiro? Ja, den muss erstmal durchkriegen, den Mann. Was wärst du da bitte für ein Projektmeister? Wir spielen rechts De Marcos und links spielen wir Cap de Villa. Bronze, Cap de Villa, das war klar. Ab Lorente und Cap de Villa. Ich stell mal auch zwei Bronzemänner dahin. Das muss auch wissen. Das ist jetzt gerade ein bisschen belastend, Digga, ne? Ich find's geil. Dein Bronzemann hast du uns vorne, Bronzetorwart war vorne, ne? Ja, bei Bronzetorwart war Messi, den stelle ich auch da rein. Ist so egal, was du da machst, ist eh null Chemie. Und dann brauchen wir noch einen LV, stelle ich auch gleich rein. Wie machen wir es denn? Halt, fang du an. Wir halten rein, ne? Ah, wir halten rein. Ja. Also das will ich jetzt sehen, Broski. Das kann sein, dass ich komplett rutschen gegangen bin, ne? Das kann sein. Sehr gut möglich. Also ich dachte mir... Ich hatte gehofft, dass ihr halt irgendwie an diesem
nennen wir es immer, Vorhaben ein bisschen zerbrecht und... Sind wir? Vielleicht euch zu viel auch dann damit beschäftigt. In der Innenverteidigung steht Timber, daneben steht Van Dijk und im Tor steht Pasver. Und die können alle raus. Wir haben alle drei. Die können alle raus. Scheiße. Passwort Timber Scheiße. Van Dijk. Wir haben am Ende noch Schnick, Schnack, Schnuck gemacht, ob es Van Dijk oder Ake ist. Wir dachten, wir hatten erst mit einer Icon, aber eine Icon bringt dann Kasen Viro draußen natürlich. Ja. Können alle raus. Ich habe mich sehr bewegt. Geisteskrank. Ja, wir haben wie lange jetzt rumüberlegt und so und haben gedacht, das kann nicht sein. Ja, ich dachte, ich mach so auffällig, dass ihr dann mit Non-Rare-Karten um die Ecke kommt. Ach, scheiß drauf. Ja, ich mach sie raus. Vier Bronze-Karten im Team, geil. Ja, fuck. Ja, verkackt. Ist ja nur ein Idee, ist alles gut. Aber ja, hinten bei uns wird es jetzt wahrscheinlich auch unangenehm, ne? Sag ich dir, wie es ist. Hast du, Broski? Können wir reinmachen? Ja. Also, wir sind hier in der SBB viel mit diesen Secondary Positions gegangen und haben uns hier für Fabinho in der IV entschieden. Für ein Tor Alisson. Und wahrscheinlich, ja, hast du hier auch was. Und es wurde am Ende noch, ich muss hier kurz drauf, Marquinhos wurde es noch. In Form. Ja. Boah, stark. Stark gelöst. Stark gelöst, Props. Ich, also es war klar, dass ihr halt einen PSG-Innenverteidiger braucht. Ja. Und das feiere ich übrigens. Können die Leute noch mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde SBBs dieses Jahr viel geiler. Weil ich wusste jetzt genau, du musst richtig dein Hirn anstrengen. Die brauchen einen PSG-Innenverteidiger. Und der muss eine Nation haben, mit dem die dann über einen Perfect Link in eine andere Liga gehen. Das heißt, Optionen wären gewesen, Kimpembe und dann zum Beispiel Perfect Link, Areola und, wer ist denn da der Innenverteidiger? Zuma. Zweite Option wäre gewesen, Ramos und dann Innenverteidiger, Torwart, Perfect Link, Azpilicueta und Kepa. Das habe ich auch aufgeschrieben. Ja, das die, ist die dritte Option. Die hatten wir als erstes. Und dann aber dann ist Fabinho in die Augen gekommen. Ja, den Fabinho habe ich nicht gesehen, den Position Change. Ja. Sehr stark, GG's. Ey, FIFA 23 SBB sind. Ja, Ramos, Aspi, Kepa. Alter, stark, Timo. Ja, stark gemacht. Aber die Messi Dings sind. Tut halt sehr weh. FIFA 23 SBB sind echt geil, muss ich sagen. Kann man nichts sagen. Das ist echt killer. Ich baue mal hier mein Team ja, zusammen. Ja, wir machen auch gerade. Mit Messi, das tut halt sehr weh, so auf random. Ja, Bronze-Torwart tut auch weh. Sag mal, gegen Tabak hatten wir doch auch Messi, wo er rausgesegelt ist. Ich glaube ja. So, wir sehen die Teams. Kommt hier ja, ja. FC-Kroning? Ja, ja. Sieh es ist. Mal durch. Ja, voll gespannt. Jamal Mudiala jetzt hinten dran. So ein bisschen Mittelfeld aufräumen. Sehr gut. Ja, piss dich, oh, Pelle, ey. Junge. Die Konflex hier. Torwart hat Selbstvertrauen da hinten drin auf jeden Fall. Digga, mein Torwart hat fast ein Hakentor gemacht. Wie wild war denn das? Oh Gott. Wäre schön. Bist du da? Sola? Komm. Nee, Johannes. Dann Schuma! Einmal vors Tor. Sorry. Tut mir leid. Hab ein bisschen Schwindel noch. Ich muss meine Angriffe timen. Wenn der Scheiße, reingeht. Viel zu hart. Oh! Oh Gott! Scheiße, Roberto Carlos, bist du so? Also ich sag dir ehrlich, noch nie hat das Wort Angsthasenfußball so krass gestimmt. Wow. Oh Gott! Oh Gott! Ey, es ist halt so eklig, weil ich weiß ganz genau, wenn ich vorne ein Fehlpass spiele und einen Konter kassiere, kann ich den Laden mit zumachen. 34 Ballbesitz. Das habe ich in 7 Jahren YouTube noch nicht einmal gesehen. Es tut mir leid, ich bin hier nicht, um schön Wetterfußball zu spielen. Unja. Boah! Wir brauchen wirklich allen Kompass, das ist ja unfassbar. Wow. Das ist mein Torwart! Wow. Ah! Ah! Oh Gott! Wow, was passiert hier denn? Warum ist da ausgerechnet mein Torwart am Ball? Da ist es, sicher. Das ist ein Hundeschwitze, wirklich. Das ist eklig, ne? Das ist brutal, ne? Ganz eklig. Du will auch keinen Fehler machen. Ganz eklig. Einfach nur die Mumme hinschieben. Die Verteidigung da hinten ist halt so ein Vollbruch, ne? Man will auch keinen Fehler machen. Wow. Ja. Schön wichtig. Gemacht. Oh, wichtig. Jamal. Das läuft ein bisschen unglücklich. Ja, ne? Boah.
Digga, what the fuck? Ja! Was denn das? Oh Gott! Oh Gott! Geisteskrank! Geisteskrank! Ja! Geisteskrank! Ich kann Ich komm mit dem Rumgeschwitz nicht klar. Komm da durch, das war's. Ach du Scheiße! Ist das bodenlos, Pfeif's bitte ab! Pfeif's bitte ab! Du stehst da rumgeschwitzt, Digga, konnt ich nichts machen. Pfeif's bitte ab! Let's go! Ich hab noch nie in einem SBB so um die Ehre meiner Familie geschwitzt. Ach du heilige Mutter Maria. 13 zu 5 Torschüsse auch noch, ne? Das ist peinlich. Das ist peinlich, Digga. Das ist geisteskrank. Nach vorne. Also sorry, gar dass ich teilweise so ruhig und auf Ballbesitz gespielt hab, aber. Ich bin schockiert, Digga. Ich glaube, man kann es verstehen mit 4 Bronzenspielern. Junge, das ist ja ganz peinlich. Ich bin schockiert, ne? Ich bin schockiert, wirklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Peinlich. Peinlich. Komplett im Loch. Aber komplett im Loch. Ja, wir haben umgestellt. Was habt ihr? 4-2-4, ne? Ja. Dann hätte ich gern den rechten ZM. Wir kommen heute zu einer FBB um den guten Pele Pele. Ah, heißt Gamer Brother Sinski, Kakowski, Sauski, Snowski. Wir haben am Anfang Probleme hatte in der WL, deswegen haben wir gedacht, komm, Pele, Sauski, das passt. Es ist real. Es ist jetzt ohne Scheiß real, Alter. Ihr verarscht mich. Ihr verarscht mich. Hör auf. Als ob ich Pele dazu bin. Ich bin Pele, das war alles. Du kannst kein Pele ablegen, Mann! Nicht. Nein! Dann hätte ich gern den rechten ZM. Das Pelé. Was? Halt's Maul. Das Pelé. Halt's Maul. Das kannst du keinem erzählen, Digga. Das kannst du keinem erzählen. Digga, jetzt kein Pelé abstoßen, wenn. Das kannst du keinem erzählen. Nicht im Ernst, oder? Das ist Pelé, Digga. Das ist einfach Pelé. Lös auf den Prank, ist okay. Wer ist es? 5,2 Millionen, das ist Pelé. Es ist Millionen. Halt's Maul. Nein. Also mir ist es egal, ihr könnt den Prank auflösen. Ich wollte einfach nur nicht verlieren. Alles gut. Das ist kein Prank, Broski. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Das ist nicht wirklich. Was habt ihr denn? Habt ihr denn mit Zanetti getauscht oder was? Ich hab deshalb rechten ZM genommen. Ja. Kriegst kein Pelé da rein, Alter. Digga. Ja, mach dein Ding rein, denn. Und der hatte 4 Bronzen, Mann, Digga. Nein. Der hatte 4 Bronzen, Digga. Es tut mir leid, wenn ich lache. Ich kann's halt, ich sag's ehrlich. Das ist so schön, weil ich bis vor 5 Minuten dachte, ich stoß ihn ab. Und dann habe ich auf einmal in 10 Minuten 3 Tore gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Mit 4 Bronzeleuten. Hui. Ja, ich kann das. Und ein Pick. Ei. Und ein Pick. Ach du Scheiße. Ja, wir sind raus. Ja. Ciao. Tschüss.